Unter uns, Joval kehrt als Adams ans See zurück. Alle Unter uns Fans sollten jetzt aufpassen. Für mehrere Monate begeisterte Joval, 45, als Dominik Adams die Zuschauer. Doch im Juli war dann Schluss, seine Serienrolle zog mit seiner großen Liebe Eva Wagner, gespielt von Claudelle Deckert, 48, nach Brüssel. Doch scheinbar hat dem Schauspieler das Drehen für die Vorabendserie gut gefallen, jetzt wurde bekannt, dass Joe als Dominik Adams ans Unter uns See zurückkehren wird. RTL bestätigte das Comeback von Joe. Am 28.02.2023 wird es seine Rolle des smarten Architekten Dominik Adams zurück in die Schillerallee ziehen. Um seine große Liebe Eva zu überraschen. Der Schauspieler freut sich auf seine Rückkehr, Dominik Adams ist eine tolle Rolle mit einer wichtigen Message. Ich bin sehr stolz, ihn spielen zu dürfen und auch ganz besonders darauf, dass diese Figur so viel Unterstützung von den Fans erfährt. Anführungszeichen. Bereits in der Vergangenheit deutete Joe an, dass er ein Serien-Comeback nicht ausschließen würde, denn seine Unter-uns-Rolle war ursprünglich nur für mehrere Monate geplant. Dominik ist ein sehr spannender Charakter. Ich kann und will also von meiner Seite auf keinen Fall ausschließen, dass ihn nicht vielleicht doch irgendwann nochmal die Sehnsucht nach der Schillerallee packt. Hatte er in einem Interview mit Promi Flash verraten. Wie lange der 45-Jährige dieses Mal für die Daily vor der Kamera stehen wird, ist bis dato nicht bekannt.